Herzlich willkommen zu den Spiele-News. Mein Name ist Christian Fritz Schneider und heute geht es unter anderem um eine mögliche Zukunft von Assassin's Creed und um Prinz Harry. Am 12. April. Die ROG Convention 2019. Im Landschaftspark Duisburg-Nord. Jetzt Tickets sichern. ROG-convention.de. Los geht's mit Assassin's Creed, denn da sorgt ein Poster in The Division 2 für Spekulationen über das nächste Setting. Auf dem Poster sieht man eine Figur, die wie ein Wikinger aussieht, allerdings in Assassin's Creed Robe. Er hält sogar einen Edenapfel in der Hand. Das Poster ist im Spiel Werbung für eine Ausstellung namens Valhalla im John F. Kennedy Zentrum für darstellende Kunst in Washington D.C. Ob das nun tatsächlich das nächste Setting für Assassin's Creed ist, kann man aber bezweifeln. Die meisten gehen davon aus, dass es jetzt erstmal nach Rom geht. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Ubisoft kleine Hinweise in seinen Spielen streut, wo die großen Serien als nächstes hingehen. Vielleicht sehen wir also in ein paar Jahren ein Assassin's Creed Wikinger. Was wir aber im April auf jeden Fall schon sehen, ist der Start des DLCs Atlantis für Assassin's Creed Origins. Prinz Harry, der Herzog von Sussex und der Sechste in der britischen Thronfolge, hat sich für ein Verbot von Fortnite ausgesprochen. Das sagte er im Rahmen einer Veranstaltung des christlichen Vereins junger Männer. Wortwörtlich hieß es da von ihm: Dieses Spiel sollte nicht erlaubt sein. Wo ist der Vorteil, es in seinem Haushalt zu haben? Es wurde gemacht, um Menschen süchtig zu machen. Eine Sucht, die dich so lange es geht vor dem Computer hält. Es ist so unverantwortlich. In dem Zusammenhang warnte Harry auch vor sozialen Medien, die also laut seiner Aussage süchtiger machen als Drogen und Alkohol. Borderlands 3 bekommt einen Season Pass, das hat Gearbox jetzt ganz offiziell bestätigt. Es soll mindestens 4 DLC-Erweiterungen geben, die neue Missionen liefern, neue Herausforderungen und neue Geschichten. Was genau diese DLCs enthalten, ist aber noch nicht bekannt. Wir wissen aber, dass er Teil der Super Deluxe Edition für 100 Euro sein wird. Der Season Pass wird aber auch einzeln verkauft werden und auch die einzelnen DLCs aus dem Season Pass sollen einzeln erhältlich sein. Borderlands 3 kommt am 13. September für PC, PS4 und Xbox One raus. Am 1. Mai wird es aber noch mal spannend, denn da gibt es das erste richtige Gameplay zu sehen. Das Toys-to-Life-Spiel Starlink läuft schlechter als erhofft. Deshalb hat der Publisher Ubisoft jetzt auch angekündigt, dass es keine weiteren Spielzeuge zu dem Weltraumabenteuer geben wird. Allerdings wird es trotzdem noch kostenlose Updates geben. Im April steht beispielsweise der bislang größte Patch an. Als Grund für die Einstellung der Spielzeuge werden die schlechten Verkaufszahlen auf der offiziellen Webseite genannt. Man hat aber gesagt, dass man weiterhin neue Download-Schiffe und Waffen anbieten will und dass es auch weitere kostenlose Inhalte geben soll. The Legion is growing. There aren't enough of us. Control, das neue Spiel von den Alan Wake-Entwicklern von Remedy, bekommt mindestens 2 DLC-Erweiterungen. Das hat der Hersteller jetzt in einem Interview bestätigt. Was genau da drin ist, wissen wir aber noch nicht. Momentan arbeitet das Team noch am Hauptspiel selbst, das am 27. August für PC, PS4 und Xbox One rauskommen soll. Remedy hat auch schon gesagt, dass es neben diesen Bezahlinhalten auch kostenlose Erweiterungen und Updates geben wird. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht zum Thema Minecraft. Da hat sich die PC-Version jetzt schon über 30 Millionen Mal verkauft, zusammen mit den Verkäufen auf den anderen 18 Plattformen, wo es das Spiel schon gibt, sind wir jetzt schon bei über 100 Millionen verkauften Minecraft-Versionen. Also herzlichen Glückwunsch an die Entwickler. Und das war's auch mit den Spiele-News für heute. Zum Schluss nochmal der Hinweis: Wir sind nächste Woche mit dem Max-Team und dem GameStar-Hardware-Team auf der ROG-Convention. Mehr Infos dazu unter www.gamestar.de/ROG und auch in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und verziehe mich wieder in meine dunkle Videoschnittkammer, damit ihr am Wochenende auch noch ein paar weitere Videos hier auf unserem Kanal sehen könnt. Bis dann, tschüss!